zusammen, wir sind's wieder, das Team des Dialogzentrums Demenz an der Uni Wittenherdecke. Und Sie sind dabei beim 7. Demenz-Ei des Monats, unserer Serie vom Dialogzentrum, in der wir wie immer schwierige oder vermeintlich schwierige Themen mit Ihnen zusammen erörtern wollen. Erstmal wie immer auch Dankeschön für die Antworten zum letzten Mal. Das war das Thema Angst. Wenn Sie sich noch erinnern, haben wir eine Menge Antworten von Ihnen bekommen. Die Gewinner haben auch ihre Bücher bekommen, so dass wir das Thema zumindest vorläufig abschließen können. Aber, das wissen Sie ja, wir werden weiter auch an diesem Thema, dem Thema Angst, arbeiten. Heute geht es um ein anderes Thema. Und zwar geht es um das Thema Männer. Und zwar Männer mit einer Demenzerkrankung. Brauchen wir für Männer, die eine Demenzerkrankung haben, andere Angebote? Müssen die anders versorgt werden als Frauen mit Demenz? Und wenn wir spezielle Angebote für Männer mit Demenz brauchen, dann bräuchten wir im Umkehrschluss vermutlich auch spezielle Angebote für Frauen mit Demenz. Ist es denn überhaupt ein wichtiges Thema? Ist es ein Thema, was wir direkt bearbeiten müssen, wo wir sagen, da wissen wir noch nicht genug drüber? Wo haben Sie vielleicht besondere Erfahrungen? Wenn wir individuell pflegen wollen, und wir im Dialogzentrum reden ja häufig davon, von personenzentrierter Pflege, wie sie beispielsweise KIPF oder auch viele andere beschrieben haben, dann ist natürlich ein Mann zu sein oder eine Frau zu sein erstmal ein Kriterium, was wichtig ist in einer individuellen Pflege. Denn das wissen wir alle, dass Männer nicht immer gleich Frauen sind oder dass Mensch nicht gleich Mensch ist. Insofern würden wir sagen, von unserer Seite aus ist es erstmal ein Thema, was wir in jedem Fall bearbeiten wollen. Es gibt aber noch etwas Besonderes, gerade bei Männern mit Demenz. Insbesondere die Kriegskinder, also die, die in den 30er Jahren geboren sind beispielsweise, leiden darunter, dass sie nie die Möglichkeit hatten oder das Gefühl hatten, nie die Möglichkeit zu haben, ausdrücken zu können, wie sehr sie im Krieg gelitten haben. Obwohl diese Kinder das unbestritten getan haben, im Krieg auch deutsche Kinder, haben sie sich nicht getraut, darüber zu reden, weil sie zum Tätervolk, also zu den Deutschen, gehörten. Auch das scheint großen Einfluss auch auf die Gesundheit und das Umgehen mit bestimmten Themen zu haben. Dies wäre schon mal ein sehr wichtiges Thema. Aber es passiert noch etwas anderes. Wir haben heute in den Altenheimen die Menschen, die dort eine Demenz haben, sind nicht mehr alles Leute, die 80, 90 Jahre alt sind. Und selbst die, die 70, 80 Jahre alt sind, sind zum Teil schon anders sozialisiert worden, als die, die in dem Alter waren vor 10 oder 20 Jahren. Und wir wissen alle, wenn wir mal an die Zukunft denken, dass sich das Rollenverständnis der Männer in großem oder in weitem Maße verändert, immer stärker verändert. Ich kann Ihnen noch nicht einmal sagen, wie man jetzt das Rollenverständnis oder die Rolle des Mannes konkret beschreiben sollte. Das ist vielleicht das Dilemma. Das war früher vielleicht einfacher. Das heißt, wir haben zum einen Männer, die heute, dadurch, dass sie einen hohen Verlust erlitten haben durch ihre Demenz, nämlich ihren Status, ihre Anerkennung, die sie vor allen Dingen über ihren Beruf früher gezogen haben, dass also diese Männer heute in Altenheim beispielsweise sind oder in der ambulanten Pflege versorgt werden und es schwierig ist, sie zum Beispiel sinnvoll zu beschäftigen. Diese Generation der jetzt 60-, 70-Jährigen ist mit Musikern schon zum Teil aufgewachsen oder groß geworden oder im jungen Erwachsenenalter gewesen, die das sogar schon mal thematisiert haben. Einige von Ihnen werden Bob Dylan kennen und sein Lied The Times They Are Changing. Und genau das ist der Punkt. Diese Zeiten ändern sich und das Rollenverständnis ändert sich der Männer. Insofern glauben wir, dass es ein wichtiges Thema ist. Es gibt eine große Unsicherheit bei Pflegenden, bei Ergotherapeuten, bei Medizinern, wie heutzutage mit Männern in Altenheimen oder in der ambulanten Pflege umzugehen ist. Das ist der Grund, warum wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, über dieses Thema zu reden. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist die: Sind Sie wirklich oder sind Sie überhaupt der Meinung, dass es spezielle Angebote für Männer in der stationären Pflege oder in der ambulanten Pflege geben muss, spezielle Beschäftigungsangebote beispielsweise? Und wenn ja, warum sind Sie der Meinung? Ein Stück weit habe ich in unserem Diskussionsstand hier im Dialogzentrum gerade schon dargestellt. Uns interessiert, wie Sie darüber denken. Die zweite Frage, die wir haben, ist die, dass es uns natürlich interessiert, was das für Ihre konkrete Praxis heißt. Das heißt, uns interessiert, was machen Sie, um mit Männern umzugehen, um sinnvoll diese zu beschäftigen? Denn wir wissen ja alle, dass beispielsweise Langeweile, was auch ein Thema für ein Demenzall wäre, dass Langeweile etwas sehr, sehr Wichtiges ist,
in stationären Einrichtungen beispielsweise. Das heißt, was kann man tun, was tun Sie? Schildern Sie uns Ihre konkreten Fälle, schildern Sie uns aber auch Ihre Probleme, die Sie vielleicht haben mit einer sinnvollen Beschäftigung von Männern, oder schildern Sie uns vielleicht Ihre Probleme, die mit dem Alter demenzerkrankter Männer zu tun haben, die eben nicht alle 80 oder 90 Jahre alt sind und nicht auf gleiche Weise sozialisiert worden sind. Also, wie immer kann man bei uns beim Demenzei etwas gewinnen. Das heißt, die ganz schnell sind, können ein Buch im Wert von 30 Euro gewinnen. Das heißt, die erste Rückmeldung und die 10. Rückmeldung wird von uns angeschrieben, bekommt von uns Bescheid, dass sie sich ein Buch rund um das Thema Demenz im Werte von 30 Euro aussuchen kann, was wir für sie besorgen und ihnen zusenden können. Ein Sendeschluss ihrer Antworten ist dieses Mal der 19. Oktober diesen Jahres. Bis dahin sollten Ihre Antworten da sein, wie immer per Mail, per Post oder wir warten noch immer drauf, seit schon einem Jahr, die erste Videoantwort von Ihnen. Das muss kein Kunstwerk sein, ist ja das hier auch nicht, was Sie gerade sehen. Also, in diesem Sinne, wir freuen uns auf Ihre Antworten, es gibt eine Menge zu berichten, da bin ich sicher und wir sind wie immer sehr, sehr neugierig. Bis bald, Ihr Teams Dialogzentrum.